Heute gibt's eine weitere Piratenbasis. Ohne lang zu reden, gleich ins Spiel. Bereite dich vor. Wollt ja das Schutzschild mir dann irgendwann nochmal leisten können und dazu muss ich möglichst viele Gegner abschießen. Und will mir natürlich auch jetzt erstmal nichts weiter kaufen, bis ich mir eben diese Schutzschild auch leisten kann. So. Und das ist eins von den Leveln, wo es relativ viele Gegner zum Abschießen gibt, deswegen bin ich da ganz froh und hoffe doch sehr, dass ich mir das Schutzschild gleich auch leisten kann, wenn ich denn hier sauber durchkomme. So. Zack, 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 zack. Ja, diese Mausproblematik besteht leider immer noch. Das ist das Einzige, was so ein bisschen nervig ist, sag ich mal. Aber gut. Ich weiß halt, woran es liegt und wie man es beheben kann. Sollte nicht allzu großes Problem werden. Trotzdem ärgerlich. So. Ich schieße immer ganz gern erst die Raketentürme ab. Einfach damit diese Raketen nicht mehr stören. Ich bin auch gleich schon wieder hinüber. Ich sehe das jetzt schon. Rakete erkannt. Ja. Rakete, Rakete, Rakete. Hoppa. Eieieiei. Aber vom Geld her sollte das auf jeden Fall reichen für das Schutzschild gleich. Das sieht doch ganz gut aus. Das ist nach wie vor, das Schießen ist immer noch nicht so, wie es war. Irgendwie. Rakete erkannt. Naja, gut. Muss man mit leben. Ist jetzt so. Ist nicht weiter tragisch. Rakete erkannt. Ach, Rakete, Rakete, Rakete. Ich bin doch schon da. Eieieiei. Och, ja, selber schuld. Zack, weg. Und ich soll mal lieber ein bisschen aufpassen hier. Ups. Ja. Ey, das war klar. Das war klar. Naja, gut. Bereite dich vor. Bin vorbereitet. Jetzt hängt die Maus nämlich schon wieder. So. Geht wieder. Naja, gut. Zack, zack. Vielleicht hier mal ein bisschen besser aufpassen jetzt. Naja. Rakete erkannt. Rakete, 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 Rakete. Eieieiei. Rakete, Rakete, Rakete. Da hinten. Zum Glück sind diese Geschütztürme relativ schnell ausgeschaltet. Zack. Verdammt, den Panzer hätte ich noch mitnehmen können da unten. Hui. Das wird doch schon wieder nichts. Rakete erkannt. Naja. Was soll's? Oh, 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 oh. Hey. Rakete erkannt. Uiuiuiui. Selber schuld. Ja, selber schuld. Neustart. Bereite dich vor. Und auf ein neues. Oh, vielleicht würde ich mal ein bisschen besser aufpassen jetzt. Nicht, dass ich das jetzt schon zwei, dreimal gesagt hätte. Rakete erkannt. Hier. Das ist auch wieder geschützt. So. Rakete erkannt. Ja, das ist immer mal ein bisschen blöd. Teilweise trifft man die dann auch anhieb. Teilweise zielt er einfach daneben. Teilweise fliege ich auch einfach in diese Gegner rein. Ganz großes Kino. Das wird doch schon wieder nichts.
So, da hinten. Rakete erkannt. Weg. Rakete erkannt. Da. So, komm jetzt hier schon auf. Rakete erkannt. So. Rakete erkannt. Hoppa. Ich habe auch so ein bisschen eine Arschkarte gezogen. Ich starte mit relativ wenig Anfangsenergie. Ich glaube, ich werde gleich nochmal eine Runde so für umsonst fliegen. Ja. Einfach mal, um mich ein bisschen wieder aufzuladen. So, dann nehmen wir wieder die erste. So. Bereite dich vor. Das mache ich jetzt aber im Zeitraffer, da müsst ihr nicht das aushalten so lange. Ich denke, fast voll aufgeladen ist ausreichend und dann geht's wieder in die Mission. Bereite dich vor. Das entfällt natürlich dann später mit dem Schutzschild. So. Maus geht wieder. Zack. Vielleicht schaffe ich es ja mit voller Energie. Ich komme ja auch so schon relativ gut durch und ich denke mal, das mit der Energie sollte ausreichend sein, wenn ich nicht allzu blöd mich anstelle jetzt. Rakete erkannt. So. Und danach gibt's dann erstmal schön Schutzschild. Rakete erkannt. Hoppa. Mal wegholen. Da hinten Rakete schon wieder. Erkannt. Hat ja super geklappt. Das ist das, was ich meine. Also teilweise schießt er dann einfach vorbei. Aber da gibt es dann auch noch später Upgrades für die Waffen, dass sie genauer zielen. Das funktioniert auch zum großen Teil, aber leider schießen die Schüsse dann wirklich nach oben, nach unten, links, rechts. Das ist ein bisschen irritierend, weil man sich nicht darauf verlassen kann, in welche Richtung die dann schießen. Aber das ist natürlich dann eine Option, weil das Ding dann genauer trifft. Aber erstmal ein Schutzschild holen. Sollte für die nächste Mission dann auf jeden Fall ausreichend sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, großartig weitergespielt habe ich dann bisher auch noch gar nicht. Ich dann immer einfach irgendwann die Lust verloren habe und dann einfach nicht weitergezockt habe. Rakete erkannt. Ich hoffe, das wird für das Let's Play hier oder was auch immer das sein soll, ein bisschen anders. Läuft aber meiner Meinung nach gerade wesentlich besser. Geht doch. Komm. Zack. Hoppa. Nicht in die Raketen fliegen. Hey, ist aber auch was los heute. Meine Güte. Aber das sollte eigentlich jetzt das Ende auch schon sein. So, 9000, das reicht. So, weiter. Ah, wer ist denn hier? Werkstatt. Fliegt das Ding raus. Energieschild. Es wird einfach ausgetauscht. Zack. Das ist nämlich jetzt die Problematik. Jetzt brauche ich nämlich auch einen neuen Reaktor. Reaktor-Fehlfunktion. Lass mal Reaktor. Reaktor. Der wird rausgeschmissen. Der wird dafür reingesetzt. Fehlfunktion. Ja. Es wird quasi also immer ersetzt, was man hat. Wird eingezahlt. Und dann doch quasi draufgerechnet auf das, was man dann kauft. Jetzt habe ich nämlich wieder ausreichend Energie. Ja, wenn man sich hier anschaut, Energieschild braucht 50 Einheiten pro Sekunde. Und der Nukleargenerator, der liefert zwar hier ausreichend, aber es kommt ja alles dann zusammen. Die Schiffenergie wird betrieben, die ganzen Waffen werden betrieben, das Zielgerät wird betrieben.
Und von daher ist der normale nukleare Reaktor zu wenig. Da muss ein Plasmagenerator her für dieses Energieschild. Gucken wir doch nochmal kurz nach der Bewaffnung. Die könnte ich eigentlich mal wieder aufladen. Wollte doch aber nochmal nach den Waffen schauen. Bis mal hier. Meteor können wir hinten reinsetzen überall. Und das hat aber auch schon alle. Warte, war das ein Meteor? Das ist auch kein Meteor hier unten. So. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Der ist nämlich jetzt wieder voll. Laden können wir jetzt natürlich nicht mehr. Ich würde sagen, mit der Munition müssen wir auskommen. Breite dich vor. So, Energieschild sieht man eindeutig außenrum. Und dieses Energieschild fängt alles ab, was nicht ballistisch ist. So, wenn denn hier irgendwann auch Gegner kommen sollten. Ah, mach ich denn hier? Das wollte ich machen. So. Warnung. Warnung. Ja, 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 Warnung, Warnung. Seht ihr? Es prallt alles am Energieschild ab. Rakete erkannt. Auch die, in Anführungszeichen, Raketen von den Aliens prallen auch ab. Genau, wieder Normalgeschwindigkeit. Das heißt, ich kann mich hier wirklich in den Feuerhagel stellen und ja, passiert halt im Schiff einfach nichts. Das ist halt dieses Schöne am Energieschild. Muss wirklich nur noch auf die ballistischen Sachen achten und auf irgendwelche Dinge, die einem entgegenfliegen, die eben dieses Schutzschild dann einfach durchdringen können. Wie Schiffe oder Meteore oder irgendwie sowas halt. So. Und da hatte ich letztes Mal gesagt, diese kleinen Böbel, die da rumfliegen, das war tatsächlich nur eine Explosion von einem Schiff. Aber es gibt diese kleinen ja, Energiefelder, Energiedibbelchen auch noch und die gehen tatsächlich einfach durchs Schutzschild durch. Kommt dann wahrscheinlich erst in der oder in der nächsten Mission. Aber ist ein relativ entspanntes Leben mit dem Schutzschild, das ist das Gute. Ein bisschen schneller machen hier wieder. So. Oh, 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 wie ging das denn jetzt hier durch? Warnung. Und durch. Warnung. Uiuiuiui. Warnung. Den kommt man nicht durch. Scheiße, ich wäre doch besser woanders hingeflogen. Warnung. Oh, 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 oh. Warnung. Eieiei, selber schuld. Naja, gleich mal Schiff reparieren, dann sollte das passen. Weil aufladen geht da jetzt nicht mehr. Ich meine, ich könnte da jetzt ständig hin und her wechseln, aber es ist auch irgendwie doof. Da muss ich jetzt einfach mit leben. Man sieht, also, ich werde hier getroffen ohne Ende. Energieschild wehrt halt einfach alles komplett ab. Rakete erkannt. Da, dann nehme ich alles mit. Auch diese Dinger hier, diese Raketen oder was das dann sein soll, es wird alles abgewehrt. So, war das jetzt oder kommt man da noch mal links? Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Warnung. Die großen Meteore, die kann man ja nicht abschießen. So. Warnung. Warnung. So, Schussbahn freimachen hier. Ja. Gut, trotz Schutzschild, solche Dinge gehen halt einfach durch. Bereite dich vor. Aber gut, machen wir nochmal. Das ist das automatische Zielsystem eben auch schön, weil das eben die Metroiden einfach anvisiert. Warnung. 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 So. Vielleicht habe ich ja diesmal ein bisschen mehr Glück und werde nicht getroffen. Rakete erkannt.
relativ wenig Punkte, irgendwie habe ich das Gefühl. Naja. Und ich bleib dabei, das Schießen ist irgendwie anders geworden. Schön alles wegholen hier. Gut. Nochmal durch den Meteoritenschwarm durch. Vielleicht wird das ja diesmal was. Hier links fliegen. Warnung. Warnung, Warnung, Warnung. Ja, ja, Warnung, Warnung. So. Ah, ich glaube, diesmal läuft es ein bisschen besser. Plong, plong, plong. Ich finde es ja schön, schießen und schießen und schießen, aber mir passiert nichts. Rakete erkannt. Vielleicht ein bisschen nicht richtig balanciert mit dem Schutzschild, aber ja, es soll mich nicht weiter stören, es funktioniert. Haha, fliege ich denn da am besten durch? Warnung. Dass überhaupt kein Durchkommen. Da unten. Warnung. Warnung. So. Warnung. Warnung. Hier durch, hier durch. Rakete erkannt. Nee, 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 nee. Warte mal mit deiner Rakete. Warnung. So. Warnung. Ja, ja, ich denke, jetzt ist es okay. So. Ja, die Waffen sind bald alle. Ich glaube, da muss ich gleich erstmal nachladen. Ja, da bringt nichts. Rakete erkannt. Das sind diese kleinen Energiewirbelchen, die ich meine. Die gehen einfach so durchs Schutzschild durch und da kann man sich auch, ja, da muss man so ein bisschen drauf aufpassen auf die Dinger. Weil die dann eben durch den einfach die Schutz, nicht die Schutzenergie, die Schildenergie ab. Nee, die Hüllenenergie ist das, glaube ich, ziehen die ab und ja. Wenn da dann keine mehr da ist, dann war's das. Man sieht da so ein bisschen. Teilweise gehen sie nicht durch. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Also teilweise gehen die durch, teilweise gehen die nicht durch. Wenn die durchgehen, machen die relativ viel Schaden auf einmal. Warnung. So. Die fetten Dinger machen auch viel Schaden auf einmal. Warnung. Warnung. Ich denke, so passt das dann schon, ja. So. Gut. Erstmal laden. 3-3. Was gibt's denn für 3-3? Hier vielleicht mal Upgrade machen. 1000, 3000, 6000 ist zu viel, Neo. Also hier kann er sehen, der hat 6 Objekte, die er verfolgen kann. Und das Standardding kann eben nur ein Objekt verfolgen. Ich denke mal, das Teil wird gekauft. So. Hülle mal reparieren zum Teil. Die kann man auch noch upgraden, die Hülle. Ist natürlich dann wieder ein bisschen teurer. Ich hoffe, da komme ich ja dran. Ich denke mal, einen machen wir noch. Bereite dich vor. So. Ach, die schon wieder. So. Zack. Ja, zack. Ja. Ja, das war kein Glück, war gerade.
Die sind einfach zu schnell, das lohnt sich nicht, da jetzt Energie zu verschwenden. Oh, oh! Was war das denn? So eng! Bereite dich vor. Gut! Da kommen dann die F-Tasten wieder zum Einsatz. Hier geht das ja noch. Zack. Der Nachbar macht wieder Lärm draußen. Gut, dann schauen wir doch mal. Wie kommt man denn hier am besten durch? Hier. Hier auf der Seite ist das, glaube ich, am besten. So, so. Meine Güte, was ist da draußen los? Das ist unglaublich. Trotz des geschlossenen Fensters. Da ziehe ich doch mal hier vorne vorbei. Dazwischendurch. Dazwischendurch. Oder wurde das inzwischen gefixt? Das kann natürlich auch sein, dass sie da jetzt nicht mehr durchgehen durch das Schutzschild. Ich weiß auf jeden Fall, als ich das erste Mal gespielt hatte, da gingen die tatsächlich noch durch. Will mich da jetzt aber nicht festlegen. So. Na. Ich probiere das gleich einfach nochmal. Also jetzt werden sie vom Schutzschild werden sie aufgesogen. Naja, gut. Also Entwarnung, diese komischen Energiebubble, die machen auch mit dem Schutzschild jetzt nichts mehr. Na, ob ich die mal alle mitkriege hier. Rakete erkannt. Ja, sehr schön. Reiht euch schön alle auf. Ihr kriegt alle eure Packungen, Freunde. Wie man sieht, also das wäre ohne Schutzschild hier wesentlich schwieriger zu meistern. Aber die Energiewaffen, die machen praktisch überhaupt keinen Schaden mehr. Selbst von dem neuen Mutterschiff hier. Völlig egal. Ja, also die werden definitiv vom Schutzschild aufgesogen. Und es zieht auch nichts ab oder so, das Schutzschild, das ist halt einfach da. Und, ja. Also, dieses Mutterschiff, das macht überhaupt nichts an Schaden. Ich mach Schaden. So. Wie gesagt, der Schutzschild ist wirklich so ein bisschen nicht sauber balanciert. Also das könnte ruhig ein bisschen weniger Leistung haben. Rakete erkannt. Ja. Also wie man sieht, da kommt überhaupt nichts durch. Das ist absolut undurchlässig für jegliche Art von Energiewaffen, die jetzt anscheinend. Wie gesagt, diese kleinen Böbel, dass sie jetzt abgefangen werden, das ist neu. Ja, ist einfach eine reine Geduldssache jetzt mit diesem Schiff hier. Aufgeladen ist die Munition, also daran sollte es nicht scheitern. Dann beschleunigen das Ganze mal wieder ein bisschen. Und es dauert halt einfach nur jetzt. Bei der Normalgeschwindigkeit, dann war es das nämlich jetzt. Oder wollen wir es nochmal kommen lassen? Na, zu spät. So, das war das Mutterschiff. Reicht natürlich für nichts. Jetzt ist wieder eine Piratenwelt dran und da muss man eben ein bisschen auf die Raketen wieder drauf aufpassen. Ich würde aber sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Für diese Woche war es das mit Astromantis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe mir doch vorgenommen, das nicht zu sagen und diese Floskel nicht zu verwenden. Gut, also bis nächste Woche. Tschö!